Oh, hallo. Kommt nicht näher. Bleibt, wo ihr seid. Also, reden wir über Mythal. Wieso zählt ihr auf mich, Sarah? Was ist los mit euch? Was mit mir los ist? Was ist mit euch los? Falls ihr es überhaupt seid. Ich meine, ihr seid durch eine Quelle der Trauer gewartet. Mal ehrlich, wer würde das denn freiwillig machen? Ist doch so. Der ganze Tempel war ein einziger Dämonenköder. Von oben bis unten. Umso dämlicher ist es, mit ihren Relikten rumzuspielen. So, Test bestanden. Ihr seid immer noch ihr. Das hätten wir geklärt. Mit einem Pfeil auf mich zu zielen war ein Test? Wieso das denn? Ich habe mal gehört, wenn man besessen ist, verteidigt sich der Dämon, wenn er angegriffen wird. Klingt ziemlich blöd jetzt, wo ich es laut sage. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus mit Dämonen. Aber falls es stimmt, bin ich vorbereitet. Tut mir leid, ja? Morrigan hätte sicher bessere Tricks auf Lager. Aber wer traut der Alten schon? Bedroht mich nie wieder. Ist ja gut. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, wie man mit so einer Scheiße umgeht. Ihr scheint euch ja recht sicher zu sein. Glaubt ihr denn gar nichts, was mit Mythal zu tun hat? Natürlich nicht. Soll ich den ganzen Mist etwa glauben, nur weil er von Elfen stammt? Klar, der Tempel war beeindruckend und alles. So gesehen ist es ziemlich dämlich von den Dalish in den Wäldern zu hausen. Aber was ändert das? Es kann nicht eine Horde Götter und den Erbauer geben. Egal wie viel oder wenig man glaubt, das passt einfach nicht zusammen. Haltet mich meinetwegen für blöd, aber ich glaube nicht an diesen ganzen Hokuspokus. Der Tempel von Mythal ist eine Ruine voller Dämonen. Ich meine, das macht doch Sinn, oder? Ihr habt recht. Alles in diesem Tempel war ausgesprochen verdächtig. Natürlich war es das. Als Herold müsst ihr das sagen, oder? Ich meine, alles andere wäre einfach albern. Also, ich fasse zusammen. Wir haben eine richtig verrückte Macht, die wir Corybaldi vor den Latz knallen können. Wir bekämpfen Scheiße mit Scheiße. Das war jetzt poetisch oder so, keine Ahnung. Setzt einen Barden darauf an. Wir sollten in der Taverne einen heben. Ihr habt ein Problem. Das da drüben ist eine volle Taverne, aber alle trinken allein. Halten sich wegen der Inquisition für was ganz Besonderes. Ich kann's nicht leiden, wenn alle jammern. Außerdem stolpern sie in ihre Schwerter, bevor Cori Funke sie schubsen kann. Spielen wir ihnen einen Streich. Halten wir sie ein bisschen zum Narren. Seid ihr dabei? Aber ich bin Inquisitor. Ihr wisst schon, ihr Anführer. Genau, deshalb würden sie euch nie verdächtigen. Meine Güte, Titel sind dazu da, mit allem ungeschoren davonzukommen. Machen wir irgendwas Lustiges. Kommt schon. Nur wir beide? Wisst ihr, das würde mir gefallen. Macht euch keine Hoffnungen. Ihr seid nicht mein Typ. Euer Ding ist nicht mein Typ. Kommt ihr jetzt oder nicht? Geht ihr voraus? Was, wirklich? Ja, wirklich. Ich wusste, ihr seid anders. Gehen wir. Ich sollte mich umsehen. Schön. General Steif ist nicht da. Seht euch um. Findet etwas, das wir anstellen können, damit eure Soldaten was zu lachen haben. Was? Der Schreibtisch? Ah ja, Zentrum des Reichs und so. Was jetzt? Was jetzt? Also schön, Sarah. Was wollt ihr machen? Das Ding sieht schwer aus. Ich würde ihn nur ungern verschieben oder beschädigen. Alles klar, Kinderspiel. Wir müssen nur hier was unterlegen. Geschafft! Das fällt fast nicht auf, ist nur ein bisschen wackelig. Das wird ihn garantiert tierisch ärgern. Ich sag's einem der Soldaten und schon wirkt der General völlig normal. Und weil er für euch arbeitet, wirkt ihr dann auch völlig normal. Los, machen wir weiter! Also schön, kleine Lady Zimperlich. Sucht irgendwas, das ihr am Herzen liegt.
nur die Tür, an der sie jeden wichtigen Schwachkopf begrüßt? Ja! Also schön, Sarah. Was habt ihr im Sinn? Besorgt einen Eimer. Ein Klassiker, oder? Ein einziger geduschter Anführer sorgt in der Küche wochenlang für Frohsinn. Bei den Putzfrauen weniger, schätze ich, aber was soll's. Das wird lustig. So, mal sehen, ob wir unsere Vogeltante aus der Fassung bringen können. Es muss irgendetwas geben. Seht euch um. Was ist das? Eine verschlossene? Nein, lieber nicht. Ihre Geheimnisse interessieren mich nicht. Ich will nur meinen Spaß. Wir könnten ihren Boten Rülpswasser... Nein, Vögel furzen nicht, aber sie flattern und, Wer ist da oben? Los! Das war lustig. Ein Inquisitor der Leute, der nicht vergessen hat, dass er einer von ihnen ist. Wenn ihr immer nur den Herold spielt mit ernster Miene und so, dann klingt ihr ziemlich unheimlich. Das funktioniert zwar allerdings nicht lange. Ich muss jemand sein, zu dem die Leute aufsehen. Jemand, den sie respektieren können. Seid ihr ihr Anführer oder ihr Vater? Schon möglich, dass einige von ihnen das wollen. Es liegt ganz bei euch, o Herold von Sondersgleichen. Egal, hat Spaß gemacht, Inquisitor. Ihr! Oh, scheiße. Ihr wart es. Hey, ihr da. Habt ihr kurz Zeit? Das war keine Frage. Gehen wir. Ich würde gerne was für euch tun. Kommt einfach mit. Eure Ausrüstung braucht ihr nicht. Sarah, was wird das? Kommt einfach mit, ja? Ich habe das schon ziemlich lange nicht mehr mit jemandem gemacht. Wir essen. Auf einem Dach. Die sind scheußlich, was? Mit Rosinen. Uah. Ich kann Kekse immer noch nicht leiden. Wisst ihr, das ist jetzt etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Ich wurde als Kind mal beim Clown erwischt, wisst ihr? Darauf steht Gesindeviertel oder Schlimmeres. Aber Lady Emmett hat mich aufgenommen. Sie war krank und konnte keine Kinder kriegen und ich hatte keine Eltern. Das hat perfekt gepasst. Als sie immer kränker wurde, habe ich sie auf ihre Kekse angesprochen. Weil Mütter immer Kekse backen. Ich dachte, vielleicht gibt sie mir das Rezept. Dabei kam raus, dass sie gar nicht backen kann. Sie hat mit ihrer Mutter nie über das Thema gesprochen. Ihre Kekse waren also immer gekauft. Unglaublich, oder? Dieses Miststück. Damit ich nichts merke, hat sie mich immer vom Bäcker ferngehalten. Sie hat behauptet, dass er mich nicht mag, dass er Elfen hasst. Sie ließ mich hassen, nur um ihren Stolz zu wahren. Oh, und wie ich den armen Mann gehasst habe. Tja, dann ist sie gestorben. Seitdem hasse ich jede Art von Stolz. Stolzkekse. Aber eure Inquisition, die funktioniert. Also dachte ich mir, ich backe ein paar Inquisitionskekse. Ich dachte mir, vielleicht mag ich sie dann wieder. Aber das ist wohl albern. Ich weiß eure Mühe zu schätzen, aber ich mag leider keine Kekse. Wirklich? Aber die sind lecker mit Zucker und so. Aber es geht auch ohne Kekse. Na, ich schätze, es geht auch nicht um die Kekse. Ich hasse es, was zu lernen. Davon wird mir übel. Egal, ich werf die Scheiße einfach weg. Beim nächsten Mal wird alles besser, ja? Sarah, jederzeit. Können wir dann jetzt gehen? Oh ja, bitte. Hier ist alles voller Vogelscheiße. Ich sag ja, das mit dem Dach war keine so gute Idee. Und danke, ja? Das fühlt sich gut an.